Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Brawl Stars, Leute, zu unserer Serie Road to Profi. Wir wollen 1000 Trophäen gemeinsam erspielen. Wir sind aktuell bei 116 Trophäen. Leute, ihr könnt sehen, ich bin heute auch nochmal auf einem anderen Account unterwegs, denn mir ist eingefallen nach der letzten Aufnahme, ich habe ja bereits einen Account, wo ich nämlich mehr Brawler habe, wo ich mir schon einige Sachen gekauft habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden auf diesem Account die Serie weiterspielen. Macht aber an sich keinen Unterschied, außer dass wir mehr Brawler haben. Denn Leute, ihr könnt schon sehen, wir sind auch bei 116 Trophäen, also der Stand ist quasi gleich wie beim letzten Mal. Zumindest glaube ich das. Wir waren ja irgendwo so um die 100 Trophäen gewesen. Nur ihr seht schon, ich habe mehr Brawler auf Lager. Und Leute, ich werde mir jetzt auch hier mal den Brawl Pass kaufen. So, den holen wir uns natürlich hier mal wieder. Brawl Pass, brauchen wir den extra Chroma-Skin? Boah, weiß nicht, eigentlich unnötig, Leute. Eigentlich unnötig. So, Brawl Pass ist hier gekauft auf unserem Road to Bro-Account. Zack, ich würde sagen, wir klicken das einmal alles durch, bevor wir heute in die Rounds reingehen. Leute, lasst natürlich immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Brawl Stars feiert, Freunde. Und ihr könnt mir natürlich immer gerne mal Tipps in die Kommentare reinschreiben. So, wir werden jetzt hier erstmal kurz alles freikaufen. Oh, guck mal, ein paar Star-Drops. Oh, mythisch direkt, oha. Oh, nice. Nita Gadget. Die nächsten 3 Sekunden lang erhält Nitas Bär ein Schild. Okay, auch nicht schlecht, Leute. Nita ist ja auch einer meiner Favorite Brawler. Also ich kenne natürlich noch gar nicht so viele Brawler. Ihr wisst es, ich bin noch relativ anfängermäßig unterwegs, Leute. Ich kaufe hier mal schnell durch. Zack. Aber ich muss sagen, so aktuell meine Lieblings-Brawler sind auf jeden Fall Nita, feiere ich krass. Ich feiere Amber, feiere ich sehr heftig, Leute. So, hier nochmal super selten. Zack. Ab geht's, Leute. Öffnen. Ich weiß gar nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach so die coolsten Brawler sind. Wen ich auf jeden Fall mal noch ausprobieren soll. Brock habe ich ausprobiert. Fand ich auch cool. Oder hieß er? Doch. Brock war der mit Raketenwerfer. Aber Krom. Ich meinte Krom, der so auf Range geht, finde ich auch cool. Oh, Tick, so, super, perfekt. Wir wollen natürlich auch mal versuchen, uns hier alle Brawler irgendwie freizuschalten. Pam, Stu, von dieser Pam habe ich schon öfter mal was gehört. Komm, die wählen wir aus. Zack, 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 zack. Und Abfahrt, Leute. Genau, also unser Ziel natürlich hier, unser Account hochzuleveln. Dazu gehört natürlich auch, alle Brawler zu kriegen. Dann natürlich 1000 Trophäen wollen wir erreichen. Und super selten. Ja, gut, nochmal ein paar Powerpoints. Aber Powerpoints können wir auch gebrauchen. Also, ich sag ehrlich, ich freue mich hier eigentlich über alles, was wir kriegen. Oh mein Gott, mythisch sogar. Was? Nein, neuer Skin. Okay, schade, nur neuer Skin. Ich dachte, ein neuer Brawler wäre das. Komm, ich würde sagen, wir machen noch bis... ich würde sagen, wir machen noch bis 15 machen wir hier noch auf. Und den Rest machen wir dann nächstes Mal, Leute. Wir können ja immer wieder ein bisschen hier uns Sachen öffnen. Und dann gehen wir wieder in die Rounds rein. Oh, schade, nur selten. Okay, zack, die Münzen einsammeln. Hier nochmal die Münzen einsammeln. Ich würde sagen, ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja Nita viel gespielt. Heute spielen wir mal wieder Amber, Leute, weil ich bin ja jetzt wieder auf dem richtigen Account. Amber habe ich hier nämlich schon komplett hochgelevelt. So, den Rest machen wir nämlich nächstes Mal auf. Ich habe sogar für Amber sogar schon einen Skin gekauft, Leute, weil ich Amber am Anfang so cool fand. So, was gibt's denn hier noch im Shop? Hier kann man so ein bisschen Münzen kaufen. Was gibt's denn für Brawler? Ah, das hier gibt's Skins. Okay. Aber warte mal, Leute. Ah, warte mal. Verstehe ich das richtig? Also, im Shop kann man an sich nur Skins kaufen und die Brawler kann man nur aus den Star-Drops kriegen. Das heißt, es ist ja eigentlich sogar voll schwer, alle Brawler zu kriegen, wenn man die nur aus den Star-Drops kriegen kann. Boah, das ist eigentlich voll heftig. Ja, das sind nämlich nur Skins, die man sich hier kaufen kann. Naja, okay, Leute. Wir versuchen auf jeden Fall irgendwann mal alle Brawler zu kriegen. Heute spielen wir Amber. Ihr seht, die habe ich auch schon voll geupgradet. Und Nita ist erst auf Stufe 10. Die können wir auch nochmal hier ein bisschen upgraden. Okay, die haben wir jetzt, das heißt, Nita haben wir jetzt auch auf Max Level. Sehr, sehr gut, Freunde. Das sind so unsere Main Skins. Aber zack, wir wählen auf jeden Fall Amber aus und gehen dann mal in die Rounds jetzt rein. Mal gucken, ob wir heute wieder wie beim letzten Mal so eine krasse Streak halten können. Ich glaube, wir waren ja auf 7er Streak oder sowas letztes Mal. Das war ja komplett crazy. Ach, die gute alte Amber. Auch schon länger nicht mehr gespielt. Also ich hatte vergessen, dass ich noch diesen Account habe, Leute. Deswegen wäre ja unnötig, wenn wir uns nochmal die ganzen Skins holen müssen. So, aber Amber ist halt, ey, die macht halt ultimativ viel Schaden mit ihrem Feuerstrahl. So, oh, guck mal, da vorne ist ein Gegner. Oh, der hat aber 10.000. Aber guck mal, wie wir da... ey, Leute, wie wir den runterbouncen hier. Zack. Zack, zack, zack. Wir machen hier überall ein bisschen unsere Feuer-Action. So, zack. Hier, danke für die Power-Ups. Oh mein Gott. Okay, die hat mich aber auch gerade mies gehittet. Sehr mies gehittet. Zack und down. Dankeschön für die Power-Ups. Also Amber ist halt ultimativ Damage-Dealerin, Leute. Hält natürlich nicht viel aus, ist jetzt nicht tanky.
Aber der Feuerstrahl, wenn man die Folge upgradet hat, guck mal, wie schnell wir hier alles down machen. Das ist geisteskrank. Bam. Oh, oh, nein, 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 nein. Wir müssen aufladen, wir müssen aufladen, wir müssen auf. Oh mein Gott, nein! Oh nein, Leute. Schade. Schade, dritter Platz, nur leider kein Win geholt. Ja, da muss man. Ich habe aber auch sehr krass gepusht. Oh, Startrop, Leute. Startrop nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Und so, zack, komm, jetzt muss hier aber der Win kommen. Jetzt muss hier aber der Win kommen. Wir gehen direkt wieder rein in die nächste Round. Wie kann man eigentlich auf anderen Maps spielen? Bei mir ist immer diese Wüstenmap. Ich habe auch gesehen, das könnt ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Es gibt ja auch so andere Maps, auf denen man spielen kann. Ist es dann so, wenn man irgendwie so ranked oder sowas spielt, wenn man so profimäßig ist? Oh, okay, wir gucken jetzt mal, ob ich hier Leute upgraden kann. Zack, down, danke. Danke für das Power-Up. Man muss hier die Leute so sneaky aus dem Busch rausholen. Power up, get it. Zack. Down, danke. Okay, das einzige Problem eigentlich hier bei Ember ist, der Strahl, der braucht sehr lange wieder zum Aufladen. Da muss man dann kurz so eine kleine Cooldown-Phase machen. Okay, okay, okay. Hier diese mit dem Bohrhammer. Die Bohrhammer-Lady. Aber die ist nicht gut, die ist nicht gut, Leute. Zack und weg. Und mit Flammenwerfer weggeholt. Okay, wir sind im Showdown. Wir haben unsere Ultimate ready. Und hier nochmal ein bisschen das kleine, schöne, süße. Und Ende, Leute. Ende. Wenn wir da unsere Ölbombe draufwerfen und da alles dann abfackelt, Leute, dann ist hier Feierabend. Dann ist Feierabend. Siegesserie. Sehr nice, Leute. Bam. Bam. Eigentlich müssten wir so gucken, dass wir auf 200 Trophäen gehen, aber das ist natürlich schon. Ich probiere heute in der Folge noch auf 200 Trophäen zu gehen. Das wäre crazy. Das wäre crazy. Guck mal, Ende. Bam! Also, wenn wir halt voll drauf sind mit Ember, also der Schaden von der ist wirklich geisteskrank, was die an Schaden reinhaut. Oh, wir müssen aufpassen, da ist jemand. Aus dem Nichts hat die mich da nochmal erwischt, Leute. Mit dem kleinen Boomerangsen. Danke, danke, danke. Danke für die Power-Ups. Oh mein Gott, okay, wir müssen uns hier bedeckt halten. Wir sind gerade sehr, sehr wild. Obwohl, wir können Third-Partien, Leute. Und jetzt abgreifen, Showdown. Danke, Win. Easy Win, Leute. Kurz mit Flammenwerfer reingelaufen. Sehr, sehr nice. Oh, was kriegen wir? Habe ich hier nochmal ein paar... warte. Oh, Leute, noch einen Round, dann kriegen wir wieder einen neuen Star-Drop. Sehr, sehr gut. Wir spielen mal Nita. Was haben wir hier eigentlich für Skins? Ich hätte mal Bock, mit Nita so einen coolen Skin mir auch zu holen. Können wir uns den holen? Ja, doch, können wir uns holen. Boah, Gummibär-Nita. Shiba Inu-Nita. Okay, boah. Hier, Teufels-Nita mit Elefant. Aber am coolsten ist eigentlich hier diese grüne Jellybean-Nita hier. Komm, die kaufen wir uns. Kaufen wir uns hier, Leute. Was soll der Geiz? Zack. Cooler Skin. Nice. Und zufälliger Skin aus. Ja, wir wollen unseren Skin natürlich hier spielen. Den neuen jetzt. Und auswählen. Let's go. Komm, wir zocken mal eine Runde Nita. Ich glaube, ich muss sogar echt sagen, ich spiele Nita sogar noch lieber als Ember. Warum war die gerade immun dagegen? Was war das denn gewesen? War egal, trotzdem weggefetzt. So, holen wir uns erstmal schnell die Power-Ups hier. Zack. Auf Lock ein bisschen extra Leben. Okay, gleich 10.000 Leben, richtig und wichtig. Da mischen wir ein bisschen mit, ein paar Hits verteilen. Jetzt unseren Bären raus und Ende, Digga. Ende. So, jetzt haben wir hier schon unseren Bären gespawnt, haben über 10.000 Leben. Die Runde. Es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus für uns. So, unser Bär zeigt. Das finde ich halt auch eigentlich voll OP, dass der Bär, der weiß ja im Prinzip, wo die Gegner sind. Also wenn du dahin läufst, wo der Bär ist, dann weißt du ja eigentlich schon, wo die Gegner sind. So. Zack, fertig, Ende. Ja, Nita, also ich glaube, Leute, wir haben einen neuen Main-Skin. Nita, absolut OP, Digga. Absolut OP. So, schön, die Siegesserie geht weiter.
Oh, nochmal ein Star-Drop. Woo, let's go. Episch, okay. So, lass uns aber noch mal kurz schauen hier, Nita, weil wir haben hier Gadgets noch gar nicht so richtig ausgerüstet. Bärentatzen. Finde ich eigentlich noch nicer. Das finde ich eigentlich noch nicer, dass diese Bärentatzen, da greift der Bär mehr an. Was? Lol, man heilt sich da ja. Der Bär heilt mich. Wenn der Bär Schaden zufügt, dann kriege ich ein extra Leben. Das ist ja voll OP. Alter, Leute, oh mein Gott, wir holen hier voll die Upgrades. Teile 15% aus, wenn dein Brawler weniger als 50 Trefferpunkte hat. Auch strong? Boah, Alter, die sind eigentlich alle strong. Boah, Leute, wir haben jetzt hier mal voll die Upgrades mit Nita noch geholt. Okay, nice. Nice, nice, nice. Wir gehen wieder rein. Also das sollte mich jetzt ja noch mal stärker machen. Irgendwie generieren wir jetzt noch mehr Trefferpunkte und sowas. Ich habe ja die ganze Zeit ohne Gadgets gespielt. Eigentlich voll lost. Und mein Bär hat jetzt quasi eine Extra-Attacke. Oh, da ist noch ein anderer Nita. Aber ich bin der bessere Nita hier. Ich bin der bessere Nita. Zack, dankeschön. Bisschen extra Leben. Bisschen Zusatz-Life hier, kurz gesaved. Zack und zack. Hier nochmal ein bisschen Zusatz-Life. Dankeschön. Easy Kill. Oh, 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 oh. Bär, Bär kommt, Bär kommt. Der Bär. Aber oh, wir haben Nita direkt hier weg eliminiert. Sehr, sehr gut für uns. Das, oh, Primo. Primo müssen wir aufpassen. Wenn der Nahkampf kommt, ist gefährlich. Wenn wir den auf Distanz halten, kann er nichts. Aber Nahkampf... Oh, ich darf nicht zu greedy sein. Ich darf nicht zu greedy sein, Leute. Mein Bär tankt, mein Bär tankt. Oh mein Gott, Primo bei mir, Primo bei mir. Ich muss aufpassen, Leute. Ich muss aufpassen. So, zack, nächster Kill. Showdown. Ende, Ende. Mein Bär attackt, mein Bär attackt. Oh mein Gott, der hat aber große Range. Der kann sehr auf Range gehen, ist gefährlich. Müssen wir aufpassen. Power-Ups, wir lassen kurz unser Leben aufladen. Okay, der Typ ist auch ein Sweater. Das ist ein Sweater, Leute. Er kann halt mehr auf Range gehen als ich. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich für mich gerade. Ich muss halt gucken, dass mein Bär irgendwie ready ist. Jetzt, jetzt, jetzt. Bär, 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 Bär. Ich brauche meinen Bären. Ich brauche den Bären. Ja! Wichtig, Leute. Wichtig. Oh mein Gott. Nita. Strong, 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 strong. Main Skin. Neuer Main Brawler, Nita. So. Oh, 173. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, Freunde. Ah, sowas. Eigentlich hier mit meinen Brawler. Ah, das ist hier neuer. Guck mal, wie viele mir aber noch fehlen, Leute. Wie viele ich noch nicht habe. Das würde mich halt auch mal interessieren hier von diesen ganzen Legendären. Wie gut hier die Legendären sind. Weil ich habe aktuell auch nur zwei Legendäre. Halt einmal Ember und Kit. Ember mag ich. Kit mag ich nicht so. Habe ich schon mal probiert. Da muss man halt ultra im Nahkampf die ganze Zeit sein. So, Nita. Wo sind denn hier die Kisten? Ich brauche mal Power-Ups hier. Ich mache erstmal auf locker, Leute. Oh, El Primo, El Primo, El Primo. Oh mein Gott, 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 Bro. Muss los, muss los, muss los, muss los, muss los, muss los, muss los. Muss aber ganz los hier. Ja, El Primo, der ist gefährlich, Leute. Der kann schnell mal in den Nahkampf kommen. Muss mir halt irgendwie mal ein bisschen Power-Ups holen. Bisschen extra Leben. Bevor ich hier drauf gehe. Oh, da kommt er schon wieder. So, jetzt mein Bär. Mein Bär macht ihn fertig. Mein Bär macht ihn fertig, Junge. Endstation, El Primo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Okay, Leute. Letzter Gegner. Ende. Aber die Frage ist, wo ist der letzte Gegner? Kann natürlich sein, dass der sich auch irgendwo verkämmt. Hä? Was macht der denn? Wo ist denn der letzte? Versteckt der sich hier irgendwo? Hä? Leute, safe. Ah, da unten, da unten. Oh mein Gott. Okay, mein Bär ist ready. Ich warte aber noch. Ich warte noch. Guck mal. Was macht der denn? Jetzt fertig. Danke, 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 danke. Das war's gewesen. Wiederschauen und reingauen. Easy.
Nächster Win, zack, zack, zack. So, wie viel haben wir? Wie viele Trophäen? Oh mein Gott. Okay, noch ein Win, dann haben wir unsere 200 Trophäen ready, Leute. Komm, da gehen wir direkt nochmal rein. Dann haben wir heute wieder gut Trophäen gesammelt. Road to 1000 Trophäen. Und ich würde sagen, da machen wir gleich nochmal ein paar Star-Drops auf. Oh mein Gott. Aber erst, Leute, wir dürfen jetzt nicht zu greedy werden. Ja, jetzt rennt die weg. Zack, dankeschön. Das hast du davon, dass du mir mein Power-Up klaust, Shelly. Selbst schuld, ey. So, und unser Bär ist auch ready. Sehr wichtig, jetzt holen wir uns hier noch... Bo, müssen wir aufpassen. Dieser Bo, der kann sehr krass auf Range gehen. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ja, guck mal, der kann übelst auf Distanz gehen. Ja, wir lassen die es erstmal gegenseitig fertig machen. Und beobachten das Ganze mal ein bisschen von außen. So, könnten jetzt gleich reingehen. Ich werde hier ein bisschen Third Partien. Oh, Solo-Showdown. Wir sind schon im Showdown, Leute. Letzter Gegner. Der Münzenmann. Guck mal, Falle. Ich stelle ihm eine Falle. Hinter dem Bär. Zack, fertig. Ende. Ende im Gelände. Nächster Win. Sehr, sehr gut. Wir sind auf Streak und damit müssten wir jetzt die 200 Trophäen ready haben. Bam. Let's go, Leute. Oh mein Gott, wir sind einfach über 200 Trophäen. So, komm, und zur Feier des Tages gönnen wir uns jetzt hier nochmal... Leute, hier ein paar Star-Drops. Als Belohnung gönnen wir uns hier ein paar Star-Drops. Zack, zack. Komm, wir machen bis 21 gönnen wir uns jetzt hier. Das gönnen wir uns jetzt hier nochmal schön. Zum Abschluss. So, zack. Zack, hier nochmal ein paar Juwelen. Auch nicht schlecht. Können wir auch mal gebrauchen. Ich freue mich hier wirklich über alles, was wir kriegen. Münzen. Oh mein Gott, direkt mythisch. Ah, Powerpoints. Ah, schade. Es bleibt bei Epic, Leute. Ich sage jetzt schon mal, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr Brawl Stars sehen wollt. Und wir öffnen... Was? LOL! Zwar kein neuer Brawler, aber einfach ein Skin im Epischen gezogen. Richtig nice, auf Ehre. Leute, das war's gewesen. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.